Mach mal das Licht an, Gypsy. Während du deine Kamera aufbaust, gehe ich mal hinter die Bühne und gucke durch den Vorhang auf das Publikum. Haustiere haben die mitgebracht. Babys. Was hat die denn auf dem Kopf? Oh, die sehen aber mächtig groß aus, die beiden. Ein Clown? Oh Gott, der Pfeifer aus der ersten Reihe mit der Blockflöte. Also wenn der wieder stört, dann ist was los. Das oder die Male. Ein Gedicht von Hans Erhard. Hinter einer Lindenrinde lebt das Made mit dem Kinde. Sie ist Witwe seit ihr verhasster Gatte, vollgefressen Vieh vom Blatte. Und konnte wegen der vielen Linden die beiden nicht mehr wiederfinden. Und deswegen ist sie lustig und vergnügt. Und weil der Stief so öfters lügt und ihr öfters mal im Wege steht, meint sie Zeit, dass er geht. Ruhe. Auf die Plätze. Eines Tages sprach Mutter Male, um dir ist es mir nicht schade. Bis was fressen geh von hinten, musst es dir jetzt selber finden. Die kleine Made war verwirrt und ist 3 Tage rumgeirrt. Da kam ein bunter Schmetterling. Das ist doch dieser Clown! Volltreffer! Schatz, ich bin's. Bitte hol mich sofort ab. Der Künstler hat gerade den Klon erledigt. Lass es einmal klingen, dann laufe ich raus. Ich hab Angst. Da kam ein bunter. Jetzt Alter, noch einmal. Oh Gott, die Bucke! Ach, die Puppe! Ja, da ist er, liebe Eltern. 2 Minuten in der Mikrowelle und sie ist wieder wie neu. Gypsy, er flieht, halt ihn fest! Wunderbar, wunderbar! Das hast du großartig gemacht, Gypsy. Fantastisch. So, das nutzt dir gar nichts. Sicher. Festzufaugen. Was ist denn das zu fassen? Wie eine Fliege ins Mistvieh. Ich hab für dich jetzt genau das Richtige. Für so ein Störer. Ein Ehrenplatz. Ja. Das war's, mein Freund. Nicht? Da kam also ein bunter Schmetterling. Und zusammen flogen sie geschwind in den blauen Himmel rein. Das war fein. Action! Hinter einer Lindenrinde bekommt das Made einen Brief. Am Dienstag, es war schon dunkel, gab es draußen ein Gerumpel. Und vor der Tür steht, man ahnt es fast, ihr geliebter Gatte, den sie hasst.
Und er ruft, wo unter dieser Rinde ist mein Kind? Jetzt reicht's auch! Jetzt ist Schluss, du Kerl! Naja, kauf dir neues. Doch die Marde sprach zum Gatten. Welch schöne Zeit wir hatten. Beruhige dich, mein lieber Mann, ich alles dir erklären kann. Am Montag nahm dein Sohn Flugstunden und seitdem ist er verschwunden. Veranstaltung fand, für ein Peter Maffay-Konzert war mir da zu wenig Musik drin. Dieser Mann hat recht. Haben wir es nicht alle gespürt? Sie da hinten, die Sie immer so lachen. Und Sie vor dem Bildschirm. Ist unser Leben nicht bislang ein Peter Maffay-Konzert mit zu wenig Musik drin gewesen? Und in den letzten Minuten hat uns ein Klang erfüllt. Ein Klang, der morgen zu einer Harmonie werden kann, wenn wir ihn verstärken. Eine Harmonie, mit der wir diese Welt verändern werden. Generäle verschrotten ihre Panzer und Terroristen werden mit ihren Bombenkanäle bauen. Wie wir das verstärken? Ganz einfach. Sehen Sie sich den Film nochmal an. Alt! Zuvor betrachten Sie, was danach geschah. Na, das ist ja wohl ein Ding. Haben Sie die Kleine vergessen? Weißt du was, Gypsy? Die nehmen wir als Made Junior. Von der Figur kommt sie schon gut hin. Und du baust ihren schönen Schmetterling. Hoppla, das war aber knapp. Na Kinder, ist noch alles in Ordnung? Ich hab's doch gleich gesagt, diesem Pfeifer ist nicht zu trauen. Praktische Sache, so ein Headset. Ja, hallo? Nein, morgen geht's nicht. Da haben wir einen Auftritt in Peine in den Bahnhofsgaststätten. Übermorgen, kein Problem. Danke. Gypsy, du wirst es nicht glauben. Wir sollen nach Berlin kommen. Also bis übermorgen musst du den Schmetterling fertig haben. Bremst du denn so wie bescheuert? Ich bremse auch für Maden.